Oh, wir sind wieder in Midgar, in 6 Timeline, wegen dem Himmel. Oder 6 Multiversum, Universum oder was auch immer, wo wir uns gerade hier befinden. Dich finde ich schon, klar. Oh, ich spiele Zack. Ja, das hieß ja, dass sie im Honeybee Inn oder Honigtöpfchen heißt ja im Deutschen, dass sie da zu tun hat. Du warst doch mit Eris unterwegs, oder? Ich kann mit denen nicht interagieren. Alter. Wieso ist sie hier in ihrem Bienenkostüm? Ich weiß, dass die. Aus Remake weiß ich, dass Bix bei den Kindern war. Die haben davon geredet, dass Onkel Bix irgendwie für die Kinder gesorgt hat oder so, bevor er weggegangen ist. Und man hat auch im Ende von Remake gesehen, wie Bix hier lag, in diesem Haus. Kann sein, dass hier alles schon verdorrt ist? Das sieht alles nicht mehr so schön grün aus, wie es. Also, hier war eh nicht so viel grün. Ich gehe einfach mal in der Gegend rum. Obwohl, ob das hier so aufgebaut ist wie im Remake. Du, wer bist du? Kenn ich dich? War der Typ hier mal in den Slums? Da bin ich leider überfragt. Ja, wow. Ich glaube, dass selbst Shinra dieses Mal. Wir haben uns ganz schön oft gezofft, nicht wahr? Okay, ich weiß nicht mehr, wie das hier aufgebaut ist, um ehrlich zu sein. Ich wollte halt mit den Kindern reden, weil, wie gesagt, die Kinder kennen Bix, deswegen wollte ich mit denen reden. Aber das Spiel sagt nein. Hier geht's wieder so Richtung Kinder. Das war, glaube ich, ein Heim. Das ist dieselbe Frau, mit der ich gerade eben geredet habe. Du? Nee. Kann auch, glaube ich, nicht in die Häuser rein, warum auch immer. Wahrscheinlich, um das einfacher zu machen. Da geht es ja nur zurück zu Elmira. Deswegen würde ich da erstmal nicht hingehen. Hier habe ich, also hier war ich. Hier war ich auch. Kennst du Bix? Ist der Mann hier schon mal aufgetaucht? Wer ist das denn? Danke. Abgekündigt. Die letzten Tage verbringe ich lieber da. Wollen wir nicht alle zusammen zum Campen fahren? Ich habe uns ein schönes Auto gekauft. Katzen. Was ist denn hier los? Die tanzen. Bin wieder bei den Kindern. Kann ich hiermit. Ich habe deinen Namen vergessen. Mugi. Sie wird wieder gesund werden? Mit denen kann ich leider nicht reden. Hier, du. Kennst du den hier? Den hier schon mal irgendwo gesehen? Nein, kenne ich nicht. Der hat es halt. Mir ist jetzt eingefallen, warum er es gefaltet hat. Ich dachte, damit die anderen nicht gesehen werden, aber damit die nicht merken, dass das ein Wanted-Poster ist. Also ein Steckbrief auf Deutsch. Ist der Mann hier schon mal aufgetaucht? Weiß ich leider nicht. Okay. Heilige Scheiße, was ist denn jetzt los? Da hinten ist irgendwas passiert. War das wieder Avalanche? Bestimmt. Die Explosion. Geh mal da mal hin. Gab es einen Unfall? Es war doch sicher wieder Avalanche. Ich hab ihn. Ja, genau so. Was war das? Ja, das war dann hier. Oh, das brennt ja aber richtig. Hier ist dieser Schrottplatz. Da ist einfach ein Panzer. Das ist, glaube ich, einfach aus Remake einfach übernommen, wie es hier aussieht. Deswegen ist die Grafik nicht so geil. Da ist er. Was macht der denn hier? Hm.
Hab ich dich. Und das war's, glaube ich. Flucht aus dem Paradies. Ohne Chocobo-Haltestelle. Entschuldigung. Sag mal, wo soll's eigentlich hingehen? Nach Süden. Der Sonne hinterher. Und Sonne? Warum? Im Norden liegt Coral. Und jetzt gib Gas. Okay. Einmal ab in den Süden. Haltet euch gut fest. Ab in den Süden. Du tust Catchy. Fast so, als wären wir schon ewig Freunde. Dabei wissen wir so gut wie gar nichts über dich. Viel gibt's auch leider nicht zu berichten. Bin bloß ein einfacher Angestellter. Ich kann's nicht wirklich steuern. Meetings, kopieren, Kaffee kochen, das war's schon fast. Noch ein Schuss. Ich steuere das nicht. Schoßkatze! Was du nicht sagst. So ein interessanter Haufen wie ihr ist mir noch nie begegnet, wisst ihr? Das hat meine Neugier geweckt. Also habe ich mich euch angeschlossen. Ach so. Na, immerhin hast du vorher gefragt. Nicht! Jetzt sei doch nicht so. Lass uns lieber den Ausflug genießen. Hey, Barrett. Irgendwann rächst du dich an Scarlett, oder? Will ich dabei sein? Nee, du machst das im Alleingang. Geht klar. Falls du dir nicht vorher schon die Seele aus dem Leib kotzt. Doch von so einem dummen Wagen nicht unterkriegen. Ich kann auch zu Fuß gehen. Bevor ich hier so richtig eine reingehauen habe, kann ich mehr. Ich kotze doch jetzt nicht wirklich hier hin. Anhalten! Haltet den verdammten Wagen an! Warte, nicht hier drin! Ich halte ja schon an! Geht's ihr gut? Hier ist kein Kotzfleck, deswegen. Geht es wieder? Gar nicht. Denn ohne Warn. Hm. Was jetzt? Wir haben keine Ahnung, wo die Schwarzkutten sind. Und ziellos umherfahren bringt auch nichts. Was ist da los? War das einfach Vögel? What the fuck? Wo kommt der denn her? Die Sterne werden uns den Weg schon zeigen. Oh Mann. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Glücksessen. Pilze. Pilze? Lecker. Oh. Pilze. Pilze. Oh! Barrett, du hast doch vorhin den Reaktor von Coral erwähnt, als es um die Arma ging. Hä? Dir habe ich davon aber nicht erzählt. Nun ja, ich weiß genau, dass es nicht weit von hier noch einen stillgelegten Reaktor gibt. Reaktor? Materia? Hier, ich! Da bin ich doch dabei! Auf zum Reaktor! Okay. Welchen Reaktor sie meinen. Ein bisschen fahren müssten wir allerdings noch. Was meint ihr? Nee, nicht mit der Kotztüte. Ah, Cloud, übernimmst du? Na, deswegen konnte ich nicht steuern, weil tiefer gefahren ist. Unser Ziel ist die grüne Oase im Süden. Wir sind schneller beim Reaktor, als ihr Marco sagen könnt. Wer wusste er vom Reaktor? Übrigens, er ist dabei jetzt. Woher wusste er vom Reaktor und der Arma? Ich meine, ich kann mir denken, weshalb. Der Buggy transportiert dich an Land sowieso wie durch sehr seichtes Wasser und ist dabei schneller als ein Chocobo. Wenn du Buggy setzt, werden Materialien für die Synthese in der Nähe automatisch eingesammelt. Drücke nach unten, um deinen Buggy zu rufen. Nach unten, okay. Lenken, linker Stick, beschleunigen R2, bremsen rückwärts L2, aussteigen R1.
Neue Attraktion im Goldsaucer. Der Goldsaucer hat eine neue Attraktion erhalten. Durch deine Erfolgsteilnahme am Chocobo Cup hast du nun die Gelegenheit, an den Chocobo Rennen teilzunehmen. Und in der Muskelmanege stehen dir nun die Option einer Sechserkampfes zur Verfügung. Was auch immer das ist. Die Mucke. Was genau hat dieser. Warte. Bevor wir weiterreden, Ausrüstung. Catchy! Wie wechsel ich nicht Ausrüstung? Kampferstellung. Mitglieder wechseln. Hat Barrett das gelernt? Ich guck mal. Ja, Barrett hat es gelernt. Ich halte aber, glaube ich, Barrett in der Gruppe fest. Deswegen. Catchy mit Kiefer wechseln. Und dann Catchy Ausrüstung Materia. Catchy hier. Er hat ein gelbes Megafon, nicht Mikrofon. Das sogar Materia-Slots hat auf dem 3D-Modell. Mit diesem Megafon kann ein Maskottchen seine Gruppe mit aufmunternden Anfeuerungsrufen unterstützen. Wow. Würfel, wirft ein Würfel, dessen Augenzahl den Effekt bestimmt. Ein 1 oder 3 oder 6 Würfel. Wow, was ist das denn? Und Eisenmegafon. War Schlagerei, okay. Ob es richtig zwiebelt oder nicht, leicht zwickt, weiß das Glück allein. Geschicklichkeitsbonus geht nach Niederschick. Glück in Videospielen, ja, wie ich das liebe. Wie viel stärker ist er denn? Er ist in Magie stärker. Das Eisenmegafon. Festungsarmschutz. Haben wir da irgendwie was Besseres für Catchy? So insgesamt? Ja, den Festungsarmschutz. Plus. Oder Reif der Zauberkunst. Ne, wir nehmen den Festungsarmschutz plus. Was gebe ich hier als Dingens? Hochleistungsreif. Wir haben doch irgendwie heilendes Halsband. Emblem der Erlösung. Mondschein-Talisband. Kameraden-Ohrring. Nee. Liebeshandschuhe. Erhöht die Erfolgsrate beim Stehlen. Materie-Ohrring. Okay. Windhalstuch, meine Bügelhandschuhe. Legt die Limitleiste geringfügig auf, wenn der Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Das könnte ich vielleicht machen. Oder den Schutzbit? Ja, machen wir den Schutzbit. Ich dachte, den hätte ich schon jemanden gegeben. Materie einsetzen. Haben wir noch. Ja, wir haben noch den Chocobo-Mogri, wie passend. Bei dem. Moppel-Mogri oder wie der heißt. Mogri-Angreifer erhöht den erteilten Schaden des Mogris um 10%, reduziert den erlitten Schaden des Mogris um 15%. Mogri-Verteidiger, Schaden vom normalen Angriff um plus 5. Mindere Debuffs, andere, verlängert auf Gegner gewirkte Debuffs um 25 MP Maximum plus 3. Dann nehme ich den Mogri-Verteidiger und den Mogri-Angreifer. Ich guck mal gerade, was du überhaupt für Materie hast. Du hast gestärkte Attacke, Courage und Ena. Amplifikation. Flash-Effekt für Verbündete. Ach, das trifft dann alle. Amplifikation hatten wir noch gar nicht. Glücksboost und Materialismus. Erhöht die Stufe verwundeter Materie um 1. Höchststufe sind davon ausgenommen. Glücksboost ist, glaube ich, gut, dass wir den haben. Ich glaube, ich lasse das auch erstmal, wie das gerade ist. Auch wenn das irgendwie Quatsch ist. Aber Catchy ist auch Quatsch. Okay, ich fahre jetzt gerade nur im Kreis. Falsche Taste. Wir machen aber die Weltberichte. Deswegen müsste ich nochmal zurück. Wir sind eiskalt da vorbeigefahren. Hier. Auf geht er, der Peter. Wollen wir hier nicht erstmal. Ist das hier ein Schatzort? Okay, hier ist ein Schatzversteck, deswegen wird R1 aussteigen. Da ist eine Truhe, da ist so ein Vogel, so eine Lebensstromeule. Hallo, Chimäre. Ah ja, warte. Er ist so Catchy.
Catchys Stärken. Catchy attackiert seine Gegner mit einem Megafon und seinem Moki. Drücke Viereck für die Angriffsserie mit dem Megafon. Rufe mit der Fertigkeit Upo den Moki. Bei erfolgreich. Also den hat man nicht von Anfang an, okay. Bei erfolgreichen Angriff des Mokis plötzlich die Moki-Leiste. Spezielle Fertigkeit erlaubt, manche lassen sich nur einsetzen, wenn der Moki anwesend ist. Der Moki kämpft selbstständig, bis er sich bei 0 TP zurückzieht, kann jedoch sofort wieder gerufen werden. Also beim Reiten Viereck für einen Angriff mit dem Moki gedrückt, mit Dash steigst du ab und mit Dreieck wieder auf. Okay, da muss ich erstmal Kupo einsetzen, bevor ich irgendwie was alles andere einsetze. Okay, Fertigkeit war Schlagerei. Auf die Chimäre. Ist das alles? Ah ne, ich wollte nicht ausweichen hier. Ich wollte ausweichen und nicht, kann ich abwehren? Ja, kann ich. Es ist sehr komisch mit dem zu spielen. Schlagerei. Okay, dann hole ich mal die Items hier. Ich dachte, mit Kreis laufe ich aus einem Grund. Kann ich eigentlich mal einen Chocobo rufen? Materie Ohrring Frost. Ich kann meinen Chocobo nicht rufen. Wo ist hier noch mehr Krempel? Ich kann wahrscheinlich nicht in die Häuser rein. Deswegen wird es ziemlich einfach sein, den anderen Krempel zu finden, wie hier zum Beispiel. Der Materia-Ohrring ist sehr interessant. Weil dann kann ich Frost einsetzen ohne... Aber ich glaube, ich kann es da nicht leveln, oder? Wie normale Materia. Kann ich wahrscheinlich nur Eis einsetzen oder vielleicht Eisra. Wenn es hochkommt. Ich muss Dreieck drücken, um das einzusammeln. Vielleicht kann ich noch was herstellen. Schauen wir mal. Weil ich möchte nicht den ganzen Krempel einsammeln, nur damit ich das nicht aufsammeln kann. Ja, reift er vollen Kraft. Erhöht die Stärke um 10%. Hier, machen wir mal. Das war dann auch alles hier. Warte, haben wir irgendwas? Segen des Planeten. Kern Ingwer. Ja, ich mach mal ein paar Supertränke. Kann nur 4 machen? Wieso? Weil mein Salbei fehlt. Egal. Dann mache ich trotzdem mal 4. Die ist erfolgreich. Segen des Planeten wäre eigentlich gut, wenn wir das hier machen. Wie viel Salbei? Das ist Escho-Schirm. Da mache ich mal 5. Einfach damit wir Sachen verbrauchen, die wir so nicht so wirklich brauchen. Beziehungsweise, ja, damit wir Sachen verbrauchen, die wir so nicht brauchen, damit das nicht überladen wird. Okay, ich mach mal ein bisschen Heilspray. Macht das noch Sinn, Heilspray? Ja, eigentlich nicht, aber damit würde ich Segen des Planeten verbrauchen. Die wir da schon ein bisschen zu viel haben. Kann ich hier noch was machen? Weil er rot war. So ein roter Punkt. Da mache ich ein bisschen Heilspray. Bisschen doof, aber... nicht so... Den Favoriten. Ich mache mal 4. Damit wir von den anderen nicht so viel verbrauchen. So, dann sammeln wir den Krempel da noch ein. Und jetzt, da habe ich mein Buggy geparkt.
Ja, Supi. Ne, ich muss da einfach reingehen, ne? Nicht R1 drücken. Kann ich mal Buggy jederzeit rufen? Gibt's immer die Animation, wie wir alle einsteigen und so. Ist super, wenn man die überspringen könnte. Auf den Tiefschlag, ich weiß, aber ich steig grad aus. Ne, catchy. Mistral-Wyvern kennen wir, ja. Ich sollte jetzt auch so langsam mal aufhören, glaube ich. Weil wird spät. Ich kann von weiter weg angreifen. Fertigkeiten, Kupo. Ich kann auch gedrückt halten, dann macht der automatisch hier Sachen. Was ich cool finde, ist Catchy am Sterben oder Demokri? Setz mal Wahrschlagerei ein. Und du setzt mal kurz ein Vitrain auf Catchy. Ach, ich sehe gerade, der Mofi hat eine eigene Leiste bei... Ah ne, das war sein Leben. Naja, dann setzen wir nochmal Überschlagerei ein. Fertigkeit gemeistert, wunderherrlich. Jetzt kann ich auch wieder auf Cloud wechseln. Angriff. Ich hätte einen Pulshieb einsetzen sollen, aber der ist eh besiegt. Ich behalte Catchy trotzdem mal in der Gruppe, einfach nur weil. Der ist neu. Aber dann wechsle ich mal wieder zu Cloud. Komm, gib Gas. Ist das eine Chocobo-Haltestelle oder einfach nur so ein Krempel? Ein bisschen Bewegung schadet nie. Okay, man steigt automatisch aus, wenn man in einem Kampf drin ist. Man kann also nicht wie bei Chocobos Kämpfen umgehen. Hat der Ariba gesagt. Fucking Catchy. Weiß nicht, ob ich ihn mögen will. Ich, in Original war er mir ziemlich scheißegal. Aber ich weiß nicht, ob ich den hier mögen will. Ich will dich nicht plattfahren. Roboküken. Wo ist denn... Ach, da ist das. Hier ist... Ich hab die Dinges gesucht. Hier das Schild. Das gibt auch wieder eine Feder. Hier gibt es aber kein Chocobo in der Nähe. Ja, vielleicht sollte ich mich mal kurz hinsetzen. Ich habe ja, glaube ich, ein paar Kissen. Ich wollte die Animation nicht machen. Ich habe 41, komm. Gönnen wir uns. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache noch den Turm und dann... hör ich auf. Oder vielleicht früher oder später. Weiß nicht. So richtig. Da ist der Turm. Ich muss auch wirklich drüber fahren, um die Sachen einzusammeln. Glaube ich, wenn ich im Auto bin und irgendwie Tiefschlag mache, also Viereck drücke. Ich habe Angst vor dem Kaktor. Um ehrlich zu sein. Deswegen hauen wir auch den Kaktor erstmal. Oder Kaktine. Die habe ich, glaube ich, noch nicht, ja? Analyse. Den Wurm weiß ich gerade nicht mehr, ob ich den hatte, den Landwurm. Was ist deine Schwäche? Tut mir leid. Weiß ich nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Cloud wurde gefressen. Nochmal extra Magazin. Da geht noch was. Das tut weh. Okay, weg ist das Vieh. Das ist deine Schwäche. Ich hab's vergessen. Eis.
Catchy. Mach Courage auf Barret. Da ist er. Besiegt, aber da ist er. Gegenstände. Königstrank. Ja, genau. Weil die kann man immer wieder herstellen. Und dann einmal ein Vitra Cloud. Warum nicht? Ich wechsle mal wieder. Ich mach das. Nicht den Catchy. Und tschüss! Ich. Was war es? Störung, ne? Ne, infestete Offensive. Ich. Gib die Haltung. Schon erledigt. Verrecke! Was hat der Gegenstände? Wer hat das nochmal? Gehen wir. Da ist ein Kran. Und da auch immer ein Kran ist, gehen wir erstmal hier hoch. Wie sieht's eigentlich mit dem aus? Also okay. Warte, Catchy hat auch so ein Ding? Und seine... Nee, der ist einfach nur Katze. Okay, ich dachte schon. Dann habe ich ja einen anderen Kreis gesehen. Ich dachte... Übrigens geht das auch gar nicht von der Story her mit der ganzen Geschichte. Mit Catchy. Ich hoffe, ich habe gerade nicht zu viel gespoilert, aber... Okay, da ist ein Kampf da hinten. Bitte jetzt nicht Shetley. Natürlich. Cloud! Ich habe in dem kleinen Makoreaktor protosubstantielle Signale geordnet. Ich schicke dir den Standort. Bitte untersuche das. Oh nein, der Sandsturm stört die Verbindung, oder? Haben wir noch was an? Ja. Ein kleiner Makoreaktor, Mini-Reaktor. Da oben. Oder mache ich die Folge noch voll? Ja, könnte ich machen, aber ich gehe nur zum Kran. Huch, ich wusste nicht, dass ich direkt runterspringe. Das könnte ein Ding sein. Ein Versteck von Schatzkisten. Scheint mir aber erstmal nicht so zu sein. Dann, es macht, glaube ich, kein... Was ist das hier? Das sieht ja interessant aus. Das steht auch nicht auf der Karte. Okay, ich laufe mal drumherum. Soweit ich das kann. Okay, kann ich. Da ist ein Eingang. Da ist sowohl ein Kaktor als auch ein menschengroßer Eingang. So eine Kaktorklappe fast. Ich wollte nur zur Chocobo-Haltestelle. Und dann machen wir nächstes Mal an dieser Stelle weiter. Ja, Küken, ich weiß, das ist eine Schokobo-Haltestelle, ich weiß. Das sieht einfach aus wie Board. Da, das Graffiti. Könnte aber Port heißen und da ist einfach nur so ein bisschen komisch, dass das wie ein B aussieht. Weil Board macht halt keinen Sinn. Ja, ich glaube, ich heil mich. Ich meine, ist nicht viel. Aber erstens habe ich genug Kissen und zweitens höre ich jetzt eh auf. Deswegen nächstes Mal vollgeheilt zu sein, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und es ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, so viel, also viel mehr als 4 Folgen aufzunehmen, aber zu wenig als 5. Also ich habe ein bisschen mehr, für 4 Folgen bräuchte ich 2 Stunden und ich habe ein bisschen mehr aufgenommen. Das ist gut zum Schneiden, weil da sind ja sehr viele Sachen passiert und wahrscheinlich muss ich die Folgen länger machen. Das kann ich, weil ich ein bisschen mehr aufgenommen habe. Was zur Hölle ist denn das? Ich meine, das ist catchy, aber wieso? Übrigens,
Ich schaue mir Streamaufzeichnungen von jemandem an. Barry Kramer, also das ist ein amerikanischer Streamer. Und ich gucke seine Streamaufzeichnungen so. Und er macht wirklich sehr wenig nebenbei. Er macht hauptsächlich die Hauptstory. Und ich dachte, ich müsste ja voll hochgelevelt sein im Gegensatz zu ihm, weil ich mache ja den ganzen Nebenscheiß. Alter, er ist fast auf mein Level. Obwohl er fast nichts macht Nebensächliches. Er macht die nur die Protosubstanzen und die paar Sachen, wo er mal gegenläuft. Wie zum Beispiel Parfumtürme oder Kampfplätze oder Esperkristalle oder Lebensquellen. Aber ansonsten macht er fast nichts. Und ich denke mir, wie kann das... Und er läuft vorher Kämpfen weg. Teilweise. Und ich frage mich, wie kann das sein, dass ich, der irgendwie alles macht... Ich hab gespeichert, ne? Da war ja Catchys Gesicht. Da, wie kann das sein, dass... er... so viel... so ein hohes Level hat wie ich fast. Er ist ein bisschen unter mir, aber trotzdem, ich verstehe das nicht. Übrigens, ich gucke nie weiter, als wie ich selber bin. Wenn ich merke, oh nein, der ist jetzt in meiner Nähe oder der macht was anderes, was ich mache, dann höre ich auf, das zu gucken. Nur so nebenbei, das mache ich bei vielen Let's Plays, dass ich bei jemand anders gucke und dann nur soweit ich selber bin. Genug davon, ich habe eh zu viel aufgenommen. Ich bedanke mich so überhaupt, so insgesamt, aber egal. Ich will jetzt nicht weiterreden, weil, wie gesagt, ich zu viel aufgenommen habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.